Das ist das Frühstück. Es ist Mittwoch, der 10. Januar. Es ist 9 Uhr und das ganze Apartment steht langsam auf, wacht auf und isst Frühstück, macht Frühstück. Ich habe gerade noch ein restliches Nachtisch-Croissant von gestern verspeist zum Auftakt des Frühstücks. Ich habe jetzt einen schwarzen Tee gemacht und in einer Stunde brechen wir auf zum Fahrtspiel, das wir machen werden. Hast du geschlafen? Schwer eingeschlafen, aber dann gut geschlafen. Und dich scheinbar aufgeregt, ne? Natürlich ein Wecker. Ja. Guten Morgen. Ich habe noch keine Hose an. Ist okay, ich filme nur oben rum. Ich werde jetzt meine Schlafdaten checken. Und wenn meine Schlafdaten gut waren, dann kann ich heute mit Flo Fahrtenspiel machen. Ne? Und wenn nicht, dann nicht. Okay. Weil ich vertraue meiner Uhr alles an. Gut, sagt sie, habe ich geschlafen. Ich war beim DLV-Arzt gestern. Und der hat mich gefragt, nimmst du irgendwie Sachen, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und so? Und habe ich gesagt, ich nehme LG1, weil mein Immunsystem kämpft seit Weihnachten wie immer in Monte Gordo mit irgendwie einer Erkältung so. Ich nehme gegen morgen LG1 in der Hoffnung, dass ich meinem Immunsystem damit noch mehr Power gebe, weil es bricht halt nicht so ganz aus, so ich kann schon trainieren, aber vor allem nach dem Aufstehen geht es mir halt nicht so gut. Dann merke ich so ein bisschen, dass meine Stimme so ein bisschen belegt ist, meine Nase ist manchmal zu. Aber der Arzt meinte auch so, ich kann damit auf jeden Fall trainieren und auch wenn ich das trinke und so und allgemein so ein bisschen wach werde, dann fühle ich mich auf jeden Fall meistens besser, dann gehen die Halsschmerzen weg und wenn ich laufe, dann fühle ich mich eigentlich auch vollkommen okay. Deswegen trinke ich das immer und hoffe darauf, dass mein Immunsystem das wieder schafft, dass ich dann einen Tag Training gut überstehe. Weil der Trend geht auch nach oben, also ich fühle mich heute wieder gesünder als gestern und das ist eigentlich immer eine gute Sache, ne? Ich nehme mein LG1 immer mit einer Knolle Ingwer. Die schmeckt mir in die Nase. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen gibt es unten in der Videobeschreibung. Und natürlich ein Riesenvorteil der LG1 bleibt, dass man den sich einfach als Abo nach Hause bestellen kann, ohne Vertragslaufzeit und ja, jederzeit abbestellbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir einen Code haben, den wir jetzt auch hier einblenden. Und mit dem Code bekommt ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs. Das ist das Frühstück. Was ist denn, Nutella mit Brot, oder? He's a live professional athlete. Ja, heute gibt es ein schnelles Frühstück, weil ich zu spät aufgestanden bin. Normalerweise gibt es immer noch ein Müsli, aber heute nur eine Scheibe Brot mit Camembert. Aber Theo, ist das überhaupt das richtige Brot für so ein Camembert? Meiner Meinung nach schon. Ein weißes Brot würde ich es nicht essen. Was ist dein Outfit wert? Nicht viel, glaube ich. Was ist der Plan? Was machen wir? Wir machen ein Fahrtenspiel. Unsere Trainerin hat uns da irgendwelche Minuten aufgeschrieben. Flo hat jetzt in seine Uhr eingespeichert. Mein Plan ganz persönlich ist, auf meinen Puls und mein Körpergefühl zu achten. Ich fühle mich eigentlich okay, aber ich weiß nicht, ob mein Körper ready ist für Schwellentraining. Mal schauen. Ich werde gucken, wie es mir geht. Es kann sein, dass ich dann langsamer laufe oder aufhöre. Weiß ich noch nicht. Fühlen sich die Beine an? Es fühlt sich okay an, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich habe nicht so schwere Beine die ganze Zeit hier im Trainingslager. Aber ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, ich starte total fresh in diese Einheit rein. Aber es wird sich gleich rausstellen.
Also das eigentliche Programm ist geschafft. Aber weil wir alle so fleißige Streberchen sind, machen wir jetzt noch alle einen Lauf extra. Der Claudio noch 5, der Ali noch 5 und Jan und ich halt noch 7. Versuchen das Tempo so weiterzuhalten, dass wir dann hart werden am Ende. Schön. Oh Junge, ich bin an deiner Halsschlagader und die vibriert so. Ja. Scheiße, wie dumm. Das war richtig schwierig. Ich hatte meine Hand hier und Junge, bam, 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 bam. Und ich konnte das Ding nicht dran halten. Was sagen wir? Ich hab zu hoch. Ah, 2,9. Jeder sagt heute halt zu hoch, ne? Und jeder hat es halt einfach da mal. Na, wie war's, Janni? Gut. Sehr gut. Ich bin die ganze Zeit mit GoPro gerannt. Ich hab Laktat in meinen Arm. Aber nee, war. Ich hatte voll zum Filmen. Die Linda hat ein bisschen gepusht. Ein bisschen zu schnell. Da kann der schon sein. Bisschen höher. Auf geht's, Claudio. War noch gut. Stopp, da haben wir es wieder Kraft, ne? Denkst du, hast du, Fritz? Ich will einfach unter 3 haben. Wenn nicht, dann beende ich meine Laufkarriere. Oh nein, oh nein. Oh, das ist schwitzig. Franco, was hast du? Was hast du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ah. Du musst nochmal. Du wackelst so sehr. Ja! Ja. Was hat er? Das machen die Leute, die so sagen, ach, Laktat ist mir nicht so richtig. Ja, dann haben sie einmal unter 3 und so, ja, ich bin der Beste. 2,3! 4,5. Ich hab 4,8. Also weiß ich nicht, Claudio. Ist auch gutes Laktat. Obwohl du kriegst, wie hoch kommst du? 9. Also bringst du was? Ja, natürlich. Was du jetzt gemacht hast, oder? Ist doch gut, weil jetzt hast du dann niedriger und kannst sagen, ja, ja, das ist das Laktat, was ich hatte. Genau. Bei wem? Bei Ali? Gut, oder? Ja, passt schon. So, ich muss auch noch auswerfen. Ich habe das Zeug von den anderen jetzt zurückgebracht. Und habe noch einen Zwischentrip beim Campingplatz einlegen müssen, weil wir beobachtet haben vorhin, wie eine Frau, eine ältere Frau, einfach mit dem Fahrrad gestürzt ist. Und der hat mir dann auch geholfen, die hat ihre Brille verloren, die habe ich jetzt noch gebracht. Ja, so kann man auch einen Tag mit Doppelschwelle verbringen, naja. Ich habe das Fahrtenspiel beendet mit Flucht hier. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, weil mein Puls war hoch und meine Beine waren aber gut. Das ist immer natürlich dann irgendwie schwierig, aber ich glaube, ich kann mich sehr, sehr gut einschätzen mittlerweile. Was das Schwellentraining angeht, aber das ist natürlich so ein bisschen eine schwierige Kombo. Aber ich habe es durchgezogen, einfach auch, weil die Jungs dann langsamer geworden sind, so ein bisschen nach dem Anfang schnell war und weil ich auch einfach im Windschatten laufen wollte bei denen. Und wie gesagt, es war vollkommen okay von den Beinen her. Es ist ein bisschen schade, ich habe wirklich viel gutes Schwellentraining gemacht, dass ich das hier nicht zeigen kann, dass sich das wirklich verbessert hat, weil ich halt so ein bisschen angeschlagen war die letzten Wochen. Aber ich hatte jetzt 3,3 Laktat am Ende. Das ist auf jeden Fall voll im Rahmen. Die letzte Belastung war so 3,13er Tempo oder sowas. Ja, aber jetzt muss ich natürlich überlegen, ob ich noch ein zweites Schwellentraining machen sollte. Schreibt in die Kommentare, was ihr mir raten würdet. Ich lese es mir dann durch und entscheide dementsprechend. Ich darf kein Double Threshold machen. Scheiße. Philipp, generell ist er glaube ich nicht abgeneigt, aber es war so, ja, kommt jetzt schon noch ein bisschen früh. Aber habe ich mir schon fast gedacht, ich meine, ich war letzte Woche noch krank und muss mich immer noch so morgens viel räuspern oder huste mal ein bisschen. Wäre eigentlich auch Quatsch, dich da jetzt schon wieder so Was soll ich dann machen? Ich darf 12 bis 15 Kilometer auch laufen. Ich kann nochmal einen normalen Dauerlauf machen. Jetzt musst du überlegen, wen du enttäuscht. Was gibt's hier zu essen heute, Flo? Nudeln mit Pesto, ein paar Brötchen, Eier. Geil. Was Leichtes. Hast du jetzt so viel du kannst oder hältst du dich zurück? Ich halte mich schon ein bisschen zurück. Okay. In Monte Gordo gehört schon auch dazu, dass man über die anderen Läufer lästert, die man unterwegs sieht. Ja, vor allem hat man ja eigentlich nicht viel Kontakt gehabt im letzten einem Jahr und sieht dann eigentlich alles so zum ersten Mal wieder seit dem Sommer so richtig. Ja, der DM-Cross war. Ja, aber da ist ja auch nicht jeder immer. Sag jetzt einfach mal ein paar Namen, über die wir gelästert haben, damit Leute. Die piepen sowas. Kinder war ja.
Okay, wenn die Lippen lesen kannst du. Das ist 16 Uhr, oder? 16:30 Uhr? Ja, nee, 16 Uhr. Und was machst du jetzt? Weiß ich noch nicht. Die Abstimmung in meinen Strava-Kommentaren läuft auch noch, ob ich heute nochmal Schwelle trainieren sollte oder ruhig. Bis jetzt ist es 50-50. Ich lege mich jetzt hin und dann schaue ich mal. Mittagsschlaf. Auch immer wichtig natürlich. Ja, und dann geht's weiter, 16 Uhr, 16:30 Uhr. So, Flo, wie war der Mittagsschlaf? Aber wir sind wirklich ein bisschen. Super! Super! Nee, ich hab gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Und jetzt warte ich gerade auf einen Niki, dass der aus seinem Schlafzimmer erwacht. Okay. Und wir hoffentlich sagt, dass er mitläuft. Ja, aber du hast uns auch doppelte Radbegleitung. Doppelte Radbegleitung? Ja, Ali und. Hätte Ali auch noch mit? Ja, Ali und Jan schon mit. Stell gerade mein Training. Was machst du genau? 10 mal 2 Minuten mit Niki. Und eine Minute Pause. Trabpause. Top. And I've had better nights of sleep. Wenig mit Schwellentraining zu tun, aber das sage ich euch aber. Ja, es sah jetzt bei dir jetzt nicht so super los. Das war eher Trainingspartner für Flo, falls jemand fragt. Wir haben unsere Einheiten geschafft, oder unsere Einheiten. Niki und ich haben unsere 10 mal 2 Minuten gemacht. Ja, dann haben wir jetzt unseren Tag eigentlich geschafft. Wir haben jetzt noch Nudeln mit einer Spinat, Kichererbsen, Camembert, Hirtenkäse, Soße gemacht, alles zusammengemischt und füllen uns jetzt für den nächsten Tag auf. Genau. Und das ist eigentlich ein guter Trainingstag jetzt für alle gewesen.